Heute ist der 10. Januar 2018. Es ist gerade mal 8:30 Uhr morgens und wir sind aber schon auf dem Weg in der neuen Finkenbergbahn 1 und zwar um unsere Gletscherrunde zu starten. Ja, wir sind jetzt gleich am Sommerberg und steigen um in die Finkenbergbahn 2 zum Penken und werden dann die Abfahrt nehmen 55 und 66 zum 150er Tux. Wir sind jetzt 63, 64 zum Leimalbichl gefahren und fahren jetzt die 63-75 hinunter zum Vogelnest, um dann rüber in das Eckalmgebiet zu fahren. Wir sind jetzt zur Eckalm gefahren über die Skiroute 75. Das ging recht gut. Jetzt fahren wir die Eckalm Nord hoch und dann geht's runter zur Lattenalm. 77, 78. Die Piste 77, 78, genau. Wir sind jetzt die Piste 76, 77, 78 zur Talstation Lattenalm runtergefahren mit einem Ausflug in den Tiefschnee, also zumindest Lothar hat es probiert. Jetzt fahren wir zur Lattenalm hoch und dann wieder die 77, 78, aber runter bis ins Tal. Wir fahren mit dem Tuxer Sportbus in das Tuxer Gebiet. Das ist ein richtiges Timing. Wir kommen an und der Bus kommt. Hallo. Wir fahren jetzt den Gletscherbus 1 hoch bis zur Sommerbergalm. Dort gehen wir etwas essen im Restaurant, etwas trinken und fahren dann weiter mit Gletscherbus 2 und 3 bis hoch zur gefrorenen Wand. Die liegt auf 3250 Metern Höhe und dann fahren wir von dort die Piste 5 runter und dann wieder hinauf und dann schauen wir weiter. Jetzt sind wir die 5 hier runtergefahren, ziemlich zerfurcht, etwas sulzig. Jetzt fahren wir mit der Schlägeisbahn nach oben und dann geht's rüber zum Olpera. Jawohl. We'll be right back.
unserer Mittagspause sind wir jetzt hier am Tuxerjoch. Da fahren wir hoch und dann geht's die 17 und 1 hin und dann nach Hintertux zum Bus. So, da müssen wir jetzt runter. Unsere Gletscherrunde beendet und haben die Green Line nach Finkenberg